So, moin und hallo. Ja, schaut mal, was gerade gekommen ist. Frisch mit DHL, die neue Carrera Bahn Hybrid. So, wir werden jetzt ein paar Teile hier machen. Heute ist der 30. Also, ich mache die Teile jetzt hintereinander und mal sehen, wie viele ich heute noch raushaue, beziehungsweise dann spätestens die nächsten Tage. Also, zunächst einmal schauen wir uns natürlich an, was hier im Lieferumfang drin ist, schauen uns die Qualität der Streckenteile jetzt in Serie mal an, schauen uns die Fahrzeuge aus der Nähe an und ja, was gibt es sonst noch zu gucken? Ja, dann werden wir uns in einem weiteren Teil natürlich den Rennen widmen und natürlich in einem Teil ausgiebig der App. So, hier ist sie. Die Carrera Hybrid, gesteuert wird das Ganze mit dem Handy, zwei Fahrzeuge, ein paar Streckenteile sind dabei, ist quasi das Starter-Kit. Und ja, auf der Rückseite haben wir nochmal alles dabei. Eine Start-Ziellinie, zwei Links-, zwei Rechtskurven und vier Geradenen, sowie die zwei Autos und zweimal USB-Typ-C-Charger zum Laden der Autos. Wer Anki Overdrive kennt, da fand ich es cool, da hatte man so Stationen, wo man die eingeklipst hat. Man hat quasi nur einen Stecker reingetan und hat die dann auf so eine Station gestellt. Das fand ich cool, ist halt scheinbar hier aber nicht der Fall. Aber hier haben wir schon mal den QR-Code zum Herunterladen der App. Denn die habe ich im Play Store noch gar nicht gesehen gehabt. QR-Code geht nicht. QR-Code geht nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Guck mal, wird er wahrscheinlich auch in der Anleitung sein. Dann versuche ich es da nochmal. Vielleicht reflektiert das hier zu stark. So, wir schauen in die Box hinein. Für euch der sensationelle Einblick. Tada! Also diese Möglichkeiten hier, die wir vorne auf dem Cover haben, die haben wir quasi jetzt auch schon mit den Teilen, die dabei sind. Diese Strecken können wir quasi bauen. Ich hoffe, das geht so. Es blendet ein bisschen vom Fenster hinten. Aber ich hoffe, das passt so. So müsste es auf jeden Fall mal an kurz zu sehen gewesen sein. So, fangen wir mal an mit den Autos. Der gelbe Porsche. Oh, alles zugeklebt. Ich hoffe, hier ist noch eine Anleitung bei mit nochmal diesem QR-Code. Ansonsten hier ist der Code auch nochmal. Versuche ich es gleich da mal. Also, was haben wir hier? Gummierte Reifen mit Lenkung. USB-Typ-C-Anschluss. Boah, mega leicht. Also sehr, sehr leicht, die Fahrzeuge. So, was haben wir denn dann hier noch? Hier ist noch ein bisschen was drin in der Box. Also zum einen ein Ladekabel, USB-Typ C. Muss ich jetzt sagen, finde ich nicht so optimal, dass ich jetzt quasi für jedes Fahrzeug einen eigenen Stecker brauche. Wenn ich dann nachher mal 4 oder 5 Fahrzeuge habe für ein Rennen, dann habe ich ja ein unheimliches Kabelgewurstel. So, dann ist hier noch so ein Fußball. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Schauen wir uns gleich an. Wird wahrscheinlich in der Anleitung stehen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das irgendwas für die Reifen ist. Oder schauen wir mal in die Anleitung hinein. So, hier ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein Code auf dem Papier. Und da schaue ich jetzt mal, ob der funktioniert. Jo, den hat er direkt. Im Browser öffnen. Aber das war nicht zur App. Doch, war doch zur App. App Download Informations, okay. Komme ich aber auf die Carrera-Seite, das bringt mir nichts. Oh. Schauen wir gleich nochmal. So, schauen wir uns mal an.
Okay. Das ist zur Pflege und also dieser Stift hier ist zur Pflege und Wartung oder dieser und zwar für die Hinterreifen. Weiß zwar noch nicht genau wofür, das werde ich mir mal noch durchlesen. Aber hier könnt ihr dieses Stift halt mal sehen. Aber das kriegen wir noch alles in Ruhe zusammen raus. So, 3, 4. Wartung und Pflege. Fahrzeug, Reifen und Achsen stets schmutzfrei halten. Reifen können mit dem beigelegten Reifenabzieher. Ah, das ist ein Reifenabzieher. Leicht abgenommen werden und Verschmutzungen wie Haare und sowas entfernt werden. Okay, dann wissen wir das auch schon mal. So, das packe ich so wieder hier rein, weil da kann man das Fahrzeug optimal reinstellen und dann auch wieder in die Box tun. So, schauen wir uns den zweiten Porsche an, den GT3 R in Green. Das andere war ein GTR 3 RA in Speed Yellow und diesmal in Green. Okay, zweimal das gleiche Fahrzeug, nur mit verschiedenen Farben. Na. So, grüne sieht schon geil aus. Das ist ja auch meine Farbe. Für euch erstmal aus der Nähe. Und unten drunter. Auch hier wieder dabei ein Reifenabzieher, eine Bedienungsanleitung und ein USB-Kabel. So. So. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie die Streckenteile so sind. Oder was haben wir noch hier in der Box? Gar nichts. Das ist ein Platzhalter. Okay. So, Streckenteile. Also, ich war ein Besitzer einer riesigen, wirklich riesigen Anki Overdrive Strecke. Und rein optisch sehen die Streckenteile 1 zu 1 so aus wie Anki-Teile. Und da bin ich jetzt echt gespannt. So. Kurven und gerade. Ja, auch die Verbindungsstücke sehen schon 1 zu 1 wie beim Anki aus. Nur bei Anki waren es weniger dieser Widerhaken. Da waren, glaube ich, immer nur zwei in der Mitte. Hier haben wir insgesamt vier von diesen Dingern. Und ich glaube, die Teile sind ein bisschen größer, ein bisschen breiter, jetzt hier die geraden. Aber sicher kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Dafür habe ich die Bahn schon zu lange nicht mehr. Drei und die vierte Gerade. Und hier haben wir die Start-Ziellinie, gut erkenntlich an der Linie. Ja, also zusammengebracht wird es dann easy so. Ist aber, ja, okay, ist auch hier. Okay, das hakt dann hier unten flächenbindend ein. Bei der Anki Overdrive Bahn war das so, dass da Magnete waren und das zusammengefluppt ist. Hält hier auch, weil es hinten ineinander greift. Aber die Magnete war schon eine geile Sache. Okay. Kurven, der, die, das gerade Kurve. So. Sehr schön. Also die Teilequalität ist schon echt top. Jetzt blendet es wieder. Ich hoffe, so geht's. Auch hier dann wieder hinten. Die ich sag mal, Greifarme. So, der haben wir dann, wie war das? Vier linke, vier rechte, ne? Muss ich gerade noch mal schauen, wie war es hier?
Das ist eine Linkskurve, Linkskurve. Rechtskurve. Rechtskurve. Wieder Rechtskurve. Nochmal Rechtskurve. Okay. So, jetzt muss ich gerade nochmal checken hier. Ich habe hier nur zwei so. Jetzt nochmal gerade die Anzahl der Teile überprüfen. Ah, acht Rechtskurven, zwei Linkskurven. Okay. Achso, das ist dann, dann habe ich es genau falsch rum. Zweimal links, achtmal rechts. Okay, dann ist das hier, dann sind das hier die Rechtskurven. Ich dachte tatsächlich, dass hier der Pfeil wäre die Fahrtrichtung. Okay, dann sind das hier unsere Rechtskurven, acht Stück an der Zahl. Zwei Linkskurven und insgesamt vier Gerade, wovon eine, nee, fünf Gerade, wovon dann eine aber noch die Startziellinie ist. Okay, ja, das war es jetzt soweit mit dem Unboxing. Ich würde das hier nämlich gerne in kleine Teile fassen. Als nächstes bauen wir die erste Strecke auf und schauen uns dann zusammen die App an, würde ich sagen. Und in der Zeit, ich die Strecke aufbaue, können die Autos auch laden. Okay, dann gerne zum zweiten Teil switchen.